Der 8. Mai erinnert uns jährlich an die Kriegsopfer der Weltkriege. Der Erste Weltkrieg kostete weltweit insgesamt über 9 Millionen Soldaten das Leben und rund 10 Millionen unter den Zivilisten. 3,5% der Weltbevölkerung starb durch die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Das sind geschätzte 75 Millionen Todesopfer. Solidarität mit den Kriegsopfern und den vielen Fliehenden aus der Ukraine ist heute ganz selbstverständlich. Doch die vielen Flüchtlinge aus anderen Weltteilen entbehren dieser Sorgfaltspflicht und Solidarität weitgehend. Ist das in Ordnung? Es ist in Ordnung, solidarisch mit den Opfern kriegerischer Konflikte nach den Zweiten Weltkriegen zu sein, nicht aber mit ihren Verursachern und Tätern. Ja, wir gedenken auch den zur Arbeit gezwungenen Kindern, den Femizid- und Menschenhandelsopfern, den Millionen hungernden, versklavten und rassistisch sowie aus anderen Gründen verfolgten Menschen, außerdem den Opfern von Krankheiten und Unfällen. Es ist in Ordnung, dass wir solidarisch sind mit allen Opfern schicksalhafter Ereignisse, nicht aber mit deren gewinnorientierten Nutznießern. Ihnen allen gilt unser Gedenken. Mit dem Einsatz der Gelder, die in Waffenforschung, Rüstungsgüter und Atombomben fließen, hätten sehr, sehr viele Opfer vermieden werden können. Denn Kriege, Krankheiten und Unfallursachen sind kein unentrinnbares Schicksal. Sie sind vermeidbar. Ist es in Ordnung, im Jahr 2022 nicht über die Möglichkeit nachzudenken, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen? Wir sind mit der Tatsache konfrontiert, von allen Seiten mit Propaganda überschüttet zu werden, der wir unbedingt gehorchen sollen. Propaganda, die Kriege als notwendig darstellen, durch die allerdings alle Bewohner dieser Erde, dieser einen Erde, in Mitleidenschaft gezogen werden. Arthur Ponsonby, ein britischer Staatsbeamter, Politiker, Schriftsteller und Pazifist, verfasste nach dem Ersten Weltkrieg die 10 Grundsätze der Kriegspropaganda, versehen mit dem Zusatz, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Mehr oder weniger scheinen sie heute noch zu gelten. Erste Regel: Wir wollen den Krieg nicht. Zweite Regel: Das gegnerische Lager trägt die alleinige Verantwortung für den Krieg. Dritte Regel: Der Führer des Gegners hat dämonische Züge, der Bösewicht vom Dienst. Regel 4: Wir kämpfen für eine gute Sache. Regel 5: Der Gegner kämpft mit verbotenen Waffen. Regel 6: Der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten. Bei uns handelt es sich um Irrtümer aus Versehen. Siebte Regel: Unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Regel 8: Angesehene Persönlichkeiten, Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Regel 9: Unsere Mission hat etwas Heiliges. Und Regel 10: Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, steht auf der Seite des Gegners und ist ein Verräter. Ist das in Ordnung? Nein, es ist nicht in Ordnung, im Jahr 2022 ein erwachsener Mensch zu sein, ohne über die Möglichkeit nachzudenken, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen.
und dass sie nicht so sein dürfen, wie sie sind. Die Wahrheiten liegen hinter den Schleiern der interessengeleiteten Medien und der offiziösen Propaganda verborgen. Es gilt, sie aufzudecken. Die Zeit drängt, um zu retten, was unser Leben und unser Menschsein ausmacht. Deswegen schrieb Caitlin Johnstone, Journalistin und Künstlerin, ansässig in Melbourne, Australien, 23 Einsprüche gegen vorherrschende Glaubensformen nieder. Sie spiegeln ihre emotionale Betroffenheit und widersprechen den verbreiteten Darstellungen vehement. Und sie wirken provokant und sogar verstörend, besonders auf jene unter uns, die so gerne selbstgerecht und belehrend auftreten. Es ist nicht in Ordnung, dass Erwachsene so denken. Es ist nicht in Ordnung, als Erwachsene im Jahr 2022 zu glauben, die USA überschütteten eine fremde Nation mit Waffen, um die Werte der Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, in ernsthaften militärischen Konflikten kämpften die Guten gegen die Bösen wie in einem Zeichentrickfilm für Kinder. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, aktuell werde ein Krieg ausgefochten zwischen einem bösen Monstrum, das mit Hitler gleichzusetzen ist, und einem tugendhaften, charismatischen Comedian von überragender Tapferkeit und Weisheit. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, dieselben westlichen Medien, die über jeden vergangenen Krieg gelogen haben, erzählten über diesen nun die Wahrheit. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, wir erlebten deshalb eine beispiellose Welle der Zensur, weil die Europäische Union, die Megakonzerne des Silicon Valley und die Medien uns vor Desinformation schützen wollen. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, eine von den USA ungeliebte Regierung verhalte sich aggressiv einzig und alleine aus dem Grund, dass ihr Anführer böse ist und die Freiheit hasst. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, die Ukraine sei ein rauflustiger kleiner Außenseiter, welcher vollkommen unabhängig von den Diktaten der größten Machtstruktur auf dem Planeten agiert. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, die erdumspannende Machtstruktur, deren Zentrum die Vereinigten Staaten bilden, sei nur passiver Beobachter dieses Krieges und nicht etwa ein zentraler Akteur bei seiner Initiierung. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, das US-Imperium sei jemals das unschuldige kleine Blümchen gewesen, als dass es sich geriert. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, dass Regierungen, die allen Grund haben, die Öffentlichkeit über das zu belügen, was sich in der Ukraine zuträgt, einfach beschlossen haben, dies nicht zu tun. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, dass die Politiker, die mit kalter Gleichgültigkeit reagiert haben, als ihre eigenen Bürger an Armut und Krankheit starben, jetzt plötzlich leidenschaftlich um die Not der ukrainischen Bevölkerung besorgt sein. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, die mächtigste und mörderischste Regierung der Welt orchestriere den ökonomischen Zusammenbruch einer Nation, deren Zerstörung sie lange angestrebt hat, um die Ukraine zu verteidigen. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, die Antikriegsposition bestehe darin, Waffenlieferungen in ein fremdes Land zu unterstützen und mit einem kalten Krieg herumzuzündeln, der in den Dritten Weltkrieg führen könnte, und dabei jeden niederzubrüllen, der für Deeskalation, Diplomatie und Entspannung plädiert. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, dass alles,
was nicht mit dem übereinstimmt, was ihnen das Fernsehen über diesen Krieg erzählt, russische Propaganda sei. Es ist nicht in Ordnung zu glauben, jeder, der die mediale Darstellung in Frage stellt, verteidige Putin oder halte ihn für großartig. Es ist nicht in Ordnung, Menschen, die nicht ihrer Meinung sind, zu beschuldigen, für eine fremde Regierung zu arbeiten. Es ist nicht in Ordnung, es seltsam und absonderlich zu finden, wenn jemand das mächtigste Imperium, das jemals existierte, für seine Rolle bei der Auslösung eines Krieges kritisiert. Es ist nicht in Ordnung, nicht zu begreifen, dass Hungersanktionen Kriegshandlungen sind, die mit voller Absicht darauf abzielen, Zivilisten zu verletzen. Es ist nicht in Ordnung, sich damit zufrieden zu geben, nur eine Seite der Geschichte zu kennen. Es ist nicht in Ordnung, immer noch nicht zu wissen, dass äußerst mächtige Menschen ein begründetes Interesse daran haben, ihr Verständnis dessen, was in der Welt vor sich geht, zu manipulieren und dass sie dies konstant und mit Erfolg tun. Es ist nicht in Ordnung, einem Narrativ, das in perfektem Gleichklang von sämtlichen der mächtigsten Regierungs- und Medieninstitutionen lanciert wird, mit etwas anderem als tiefer Skepsis zu begegnen. Es ist nicht in Ordnung, immer noch zu glauben, unsere Regierung stehe an der Seite der Wahrheit, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit. Es ist nicht in Ordnung, nicht zu hinterfragen, ob die Dinge wirklich so sind, wie sie zu sein scheinen. Wir brauchen Eisbrecher. Mit Pessimismus kann man das Eis nicht brechen. Wir brauchen Leute, die das Chaos in der Welt entchaotisieren. Wir brauchen Menschen, die das Leben wieder aus der Todeszone herausführen. Wir brauchen Persönlichkeiten, die die gespaltene Gesellschaft wieder zusammenführen, die Frieden stiften. Frieden in der Gesellschaft und Frieden zwischen verfeindeten Staaten.